seid gegrüßt, liebe Gaming-Fans. Herzlich willkommen im Austrian Gaming World zu unserer nächsten Geiselnahme von Altisforce. Eine traumhaft coole Episode. Ich wünsche euch viel Spaß, liebe Freunde. Stürzt euch direkt ins Video. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Quadox. AGV. Out. Ich glaube, der denkt, dass wir schießen, oder? Leider können wir das nicht. Ja, das müsste eigentlich locker gehen, man. Das wäre richtig geil, wenn die Drohne. Oder wir warten jetzt einfach, bis er einen Unfall baut. Ja. Das wird nicht lang dauern. Mach ein bisschen mehr Druck, so. Sagt sie mal wieder stehen bleiben, das ist ein Überfall und so. Einfach stehen bleiben. Oder wir schießen. Wie heißt der? Der Leroy. Na, ich warte mal. Was? Er stehen geblieben. Er bleibt stehen. Warte. Runter! Vom Stein, vom Stein. Der fährt gleich wieder los. Fuck. Warte, ich schreib ihm. Leroy? Ja. Keine Chance, Alter. So nimmt das Schicksal erneut seinen Lauf. Altisforce ist wieder dabei, eine Geisel zu nehmen und Geld zu fordern. Diese Rebellen. Stehen bleiben, das ist ein Überfall. Bleib stehen. Nicht, dass er uns ans Auto rein. Ey, das ist keine gute Idee, was du machst. Ich kann jetzt schon aussteigen. Nee, das ist so. Let's go. Bitte stehen bleiben. Und ruhig verhalten. Wir hören nichts, wenn du mit dem Heli da bist. Kannst Mal bitte aussteigen. Guck mal, ob dein Partner da gleich irgendwie ankommt, weil kann er sein. Links, ich bin gerade auch im Heli. Links ist der Offroader. Welcher? Wo? Wo links von uns? Kompass am besten. Kompass, ja. Das ist ein Überfall. Auf dem Kompass wäre der fast südlich. Aber der fährt halt weg zum Coca-Feld. Achso, okay. Hero-Feld. Okay. Weil das hast du gegönnt. Ja, oh, ist der ist ja Geisel. Der Leroy, schau mal bitte dein Auto ab. Ich entfessel dich jetzt. Ach, da fährt er, ja. Flieg mal weg. Flieg mal weg, bitte, ja. Man versteht nichts. Flieg den anderen ihm hinterher oder was dem. Der fährt zu uns. Echt? Der Kollege fliegt gerade, fährt gerade zu uns, oder? Na, jetzt fährt er wieder weg. Leroy, schließ mal bitte dein Auto ab. Jetzt unsere Geisel. Juhu. Das hört sich richtig freudig an, ey. Ja, wir können nur einen. Alberto. Alberto ist sein Kumpel. Aber, juhu, auf jeden Fall. Nur kurz zur Regellage, sei gewarnt, wenn du ausloggst, wirst du gebannt, ja? Also du darfst nicht ausloggen. Ja, ja, das weiß ich. Nicht, dass dir das passiert, ja. Okay, dann kommen wir zurück. Ja. Oh. Am besten ist, du spielst einfach mit und hast Spaß. Ne? Vielleicht kriegst du dir was am Ende. Ja, dann schließ mal dein Auto ab. Hab ich doch, oder? Ja, ist zu. Dann schreibe ich schon mal den Cops. Wow. Hab halt immer Pech. Sie ist aber positiv. Er muss, glaube ich, sogar erklären den Kopf, wo er abgeführt wurde, oder? So. Wenn er sagt, Heroin fährt er was Illegales gemacht. Als erster fliegen wir zum Rebellen-Outpost, ne? Ja. Na, der Schwarze rennt mit einem Kollegen. Ja, dann können wir mit dem. Der fliegt ja nicht mit uns mit. Aha, gut. Er ist nur dabei, dass wir nicht das Schuss hin hochkommen. Was ihn erst rein. Einmal bitte einsteigen. So fliegen die Rebellen nun, mit der Geisel im Schlepptau. Ob die Cops es dieses Mal wieder dulden werden?
altes Force wird sehen. Ich glaube, da kommen wir nicht raus. Schauen wir mal, was da passiert. So. Ja, doch, geht auf. Cool. Da ich wieder hoch. Nice. Und da können wir jetzt rein mit dem Typen. Die Geißel ist hier im Fenster! Hier im Fenster, die Geißel! Bleib nochmal unten. Wir müssen eh noch auf Antwort vom Kopf. Geißel, bitte mal zu mir kommen. Da rein ins Häuschen, bitte folgen. Und in die Glasscheibe stellen, in die Auslage. Wegen Fesseln oder? Also wir werden dich dann hier niederschlagen und fesseln und du wirst dann hier stehen, wenn die Polizei kommt und dann wird verhandelt. Wir fordern jetzt Lösegeld. Wieder da. Baby. Ja, wo schauen wir mal. Wo ist denn die Übergabe geplant quasi? Ja, hier herinnen auf jeden Fall, weil da ist eine Auslage, da ist ein Rettungstunnel rechts und ein großes Haupttor links. Hier darf nur ein Kopf denn rein, oder? Ja, Programme. Hier darf ein Kopf nur rein. Am besten noch nicht direkt davor stehen. Weil kann sein, dass es Querschläger gibt, wenn ich dann schieße. Mach mal so ein bisschen patrouillieren hier. Schade, jetzt hat das so lange gedauert, dass wieder Nacht ist. Das ist ärgstens. Gut, jetzt geht er wieder los. Bin unterwegs, brauche noch 8,6 Kilometer. Alter. Gut. Aber wo fährt der Weg? Sagt das in Joshua auch, dass er noch 9 Kilometer braucht hinten. Wird doch einfach in der Tiere spawnen können, Mann. Genau, wir patrouillieren da, komm, das ist cool. Ja, warte, mach eben die Tür noch zu. Wie kann ich langsam gehen, bitte, so wie du? WMS zusammen. Und um dann die eine Hand von der Waffe zu holen, dann C. Ah. Kommt der Tolle raus. Ja, zu zweit, zu dritt können wir schon patrouillieren. Ja. Einmal rum oder was? Ich stell mich hier so hin. Genau, einer links nimmt die Tür, einer rechts, ja. Aber mit Waffe unten, ne? Aber nicht salutieren, Mann. Ja. Das soll ich salutieren, mein Kopf. Genau, und ich patrouilliere da dabei, das ist cool. Ist das geil? Lass uns den Heli mal abchecken, ob da alles passt. Alles klar. Ja, schauen wir uns sich ihn an. Check mal mit Shadow dort beim Turm ab, ja. Ich check den Heli. Ich bin bei einem anderen Turm. War alles bereit, um den Plan zu vollenden. Ein wenig Geduld noch, und die Taschen der Rebellen sollten erneut mit Lösegeld gefüllt werden. Diese Rebellen, frech. Ja, aber die müssen das wieder ausmachen, die müssen einmal durchlaufen lassen. Ja, er lässt die ganzen Wochen, Alter. Oh oh. Das gibt extra Kohle für uns. Das müsst ihr sagen, ne? Den Regel verstoßen. Warte, also ich blinke mal eben hier. Achtung, Achtung! Wo fährt der Tuch? Mein Gott, ist der doof, ey. Och Junge, er fährt vorbei, Alter. Ich will dir ein paar Smoke-Granaten schmeißen. Komm, ich hol den eben ab. Ne, warte, ich geh'n. Komm, wir laufen nach hinten ganz langsam. Ja, gehen, ja. Kann auch leider keine Rückendeckung geben. Ich kann schon Rückendeckung geben, ich bin hier voll in Sicht. Bin ich da einer bei der Türe stehen bleiben hinten oder so? Ich kann einen Rücken geben. Er schreibt erstmal Ben da und ihr. Oh mein Gott. Sieht er uns nicht oder was? Ich hab schon meine Taglight an. Was ist denn mit Rauchgranaten zu? Hör mal bitte auf mit den Smokes. Sehr mach.
Meinst du mich? So, ja, bitte die Waffe runternehmen. Die Waffe runternehmen. Einmal folgen. Einmal folgen. Wir gehen hinter ihm, ne? Gehen hinter ihm, oder? Ja. Ja. Jetzt den Kopf auch gleich als Geisel, hm? Macht er da was? Du das feiern. Ich glaube, das war scheiße. Ja, wäre ein bisschen mies, aber irgendwie auch mega lustig. Bring ein bisschen Licht an Angesicht. Angelegenheit. Ja, das ist gut, danke. Joshua, bist du alleine hier? Ja, ich bin alleine hier. Hallöchen. Hallöchen. Leucht mal so, das ist gut. Leucht mal so. So, da ist die Geisel. Da ist die Geisel. Ja. Hast du das Lösegeld dabei? Lösegeld dabei? Ja. Herr damit. Oh, Herr damit. Ich hab's vergessen. Alles klar. Das wär's doch. Aber Joshua, sei gewarnt, falls du irgendwas versuchst, wenn wir dann unsere Extraction machen. Wir haben noch Sniper im Gebiet, ne? Sei gewarnt. Er lügt. 150.000. Alles klar. Jo, ist angekommen. Jo, kannst die Gase losmachen. Kannst, die losmachen. Okay, kannst Leroy, V-drücken, kannst Leroy. Kannst dann befreien. Achso, wir hören uns nicht. Sollen wir mal fragen, ob der Leroy mit uns bekommen will oder mit dem Bullen? Ja, das können wir machen eigentlich, ja. Die müssen, er muss ja mit dem Kopf mit Geständnis und so ein Scheiß. Wie soll ich denn Leroy geben? Hey. Alter, was geht ab? Warum schießt? Ja. War das dein Ernst? Ja. Okay. Ja, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Lebst du, Leroy? Alles klar bei dir? Leroy, alles okay? Alles okay. Soll Leroy die Waffe nehmen eben? Oder warum hat der Dovitz geschossen? Leroy, heb die Waffe, auf hier. Was mit der Waffe hier? Sehr gut, dass dein Kopf unten gehalten ist. Achtung, noch Polizei. Nimm ja nicht die Waffe, Alter. Mach's nicht. Leroy, Leroy. 3 Sekunden noch. Ich hab so gedacht, soll ich nehmen. Ich mach nix, Okay, du gehörst jetzt zu uns, ja. Die Cops kommen, ne? Koppe. Dicken. LOL. Leroy, geh mal raus, komm. Leroy, tret mal der Alphasport bei. Der Gang. Der Gang. Das war ja so klar. Ich bin schon in der Gang gerade. Achso, okay. Die Ballern in Ghost Talk kommen. Bleibt drin, Jungs. Bitte? Oh. Bitte? Bleibt drin, Ghost Talk. Wenn ihr nichts machen, ist ihr da. Nein, wir töten dich nicht. Wir töten dich nicht. Nee, dann bin ich mal ganz lieber gewinnen. Jo, in 10 Minuten darf ich wiederkommen. Ja. Aber das hat ja eh keinen Sinn. Hol den Rocket Launcher, Mann. Wir holen den Rocket Launcher. Ja, wie soll ich zum Rebellion Store? Der kostet 1 Million und dann noch. Wollen wir wegfliegen einfach? Komm, wir können doch wegfliegen schnell. Ja, aber ich glaube, der Heli ist kaputt. Ja, klar, nehmen wir den mit. Ja. Den Heli repariere ich gleich. Komm mit schnell. Komm mit. Warte, kommt der Heli wieder. Achtung, Heli, Achtung, Achtung. Achtung, Heli schießt auf uns, Achtung. Geht rein, was macht denn ihr? Wie schießt er denn? Einfach dumm rein. What the fuck, er kann dir durchschießen? Was? Ja, sehr kann dir durchschießen. Ich wow! Er hat den Kopfauto, gekillt. Das ist Spaß. Deswegen ist ein Heli drin. Okay, ich hab hier das Auto. Okay, dann wartet's in der Halle, kommt's alle schon zusammen, dass wir schnell einsteigen und weg. Regroup mal, ja. Leroy gain Deckung. Pass auf, Leroy, der Heli ist da oben. Alles pass auf. Da. War mir schon klar, dass die mit dem Heli kommen. Ja. Einfach in Heli dann einsteigen, wenn wir das Zeichen geben. Okay. Und rein. Oh, los. Ich hab'n Heli. Let's go. Ich guck wieder. Was war das? Oh. Meine Granate, ich hab sie falsch geworfen zum Glück. Lass das mal abhauen. Jo. Wollen wir zum unteren Rebellen-Store, da ist unser Heli ja noch, da können wir uns aufhalten. Wir müssen noch mit dem abholen. Jetzt flüchtet uns die Geisel, flüchtet die Geisel mit uns. Der Heli.
als die letzte Hoffnung verloren schien, entkamen die flinken Kämpfer von Altisfors Tochter. Und sogar die Geisel hat überlebt und Seiten gewechselt. Auf die Cops ist einfach kein Verlass mehr. Reich und voller Freude waren sie ins Rebellenlager zurückgekehrt. Das war erfolgreich. Ich höre euch nicht, der Heli ist so laut. Alter, mach den Motor aus, gleich. Aber ich muss mich mal verbinden. Ja, wie schaut's aus, wie viel Leben hast du noch, Herr Gönnig? Bin auch gleich wieder. Okay. Wir lassen dich jetzt wieder frei. Wo möchtest du hin? Oder wo soll man dich rauslassen? Mindestens 30, ja. Das ist mehr als genug fürs Nichtstun. Du bekommst jetzt ein bisschen was als Aufwandsentschädigung, Leroy. Ich hab ihm 30.000 gegeben. Reicht. Was für reicht, ja. Ich mein, da die Polizei denkt, ich gehöre zu euch und hab dann nur mitgespielt und die alles getötet. Wir sind Altisfors.